Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Und ich glaube, das ist der Vlog, auf den wir alle gewartet haben. Das wird der Hochzeitsvlog, so ein bisschen behind the scenes. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg und ich freue mich ganz doll, euch so ein bisschen mitzunehmen. Ich bin super gespannt, wie viel ich dann am Ende wirklich filme. Wahrscheinlich sind es immer zwischendrin so ein paar kleine Unterhaltungen mit euch. Aber wir sind halbwegs angezogen. Ich habe noch mein Schlafhöschen an. Aber obenrum bin ich schon fertig. Danny ist auch schon fertig. Hallo. Hallo. Freust du dich? Sehr. Danny freut sich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ich würde vorschlagen, viel Spaß bei diesem ganz besonderen Vlog. Okay, pass auf. Also, wir haben heute Freitag, den 31. Mai. Und ich muss mich ja so ein bisschen entschuldigen dafür, dass wir... Na, wir haben ja nicht unbedingt ein Geheimnis draus gemacht, aber wir haben ja so ein bisschen nicht offen kommuniziert, wann die Hochzeit ist. Hatte natürlich auch einen ganz besonderen Grund. Wir haben an einem sehr, 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 sehr öffentlichen Ort geheiratet, den viele von euch auch schon kennen und den viele zufällig auch so besuchen hätten können. Und das war uns... Wir wollten einfach, dass alle in der Familie natürlich nicht irgendwie im Internet landen und wir haben uns gedacht, wir machen das nicht ganz so offensichtlich, wo und vor allen Dingen, wann es ist. Aber geheiratet werden wir am 1.6. haben, um 17 Uhr in der Hohen Düne. Wo denn sonst? Das glaube ich, das war für uns eigentlich immer klar, ne? Immer. Immer, sagt Danny, dass wir dort heiraten werden. Und ihr habt es mit Sicherheit auch schon bei Insta oder so gesehen, wir haben halt vorne, vor dem Hotel, auf dem Steg geheiratet. Und das werdet ihr aber im Laufe des Vlogs mit Sicherheit sehen. Ich werde mich jetzt anziehen. Eine Kleinigkeit gefrühstückt haben wir auch schon. Ich glaube, die Koffer haben wir fertig gepackt. Ja. Anzüge sind drin, Ringe sind drin, Schuhe sind drin. Das ist ja auch, glaube ich, eigentlich das Wichtigste, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich ziehe mich jetzt an, werde noch was Kleines trinken. Tanken müssen wir noch fahren. Wir haben 3 Stunden Fahrt vor uns ungefähr. Und haben aber auch heute noch einen Termin in Anführungszeichen dort. Einfach um uns das nochmal anzuschauen. Alles nochmal durchzugehen. Ich habe jetzt hier schon mal meinen Anzug. Und auf jeden Fall kommt mein Kopfkissen mit. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, dass ich mein Kopfkissen nicht mit dabei habe. Das habe ich schon ganz lange. Der Bezug ist jetzt natürlich auch ein bisschen schmantelig. Ich wasche den aber alle 3 Tage. Ne? So, und hier kann ich einfach perfekt drauf schlafen. Anzug ist mit dabei. Und dann kann es losgehen, weil... ich bin ja nicht so, dass ich sage, okay, es muss alles perfekt sein. Es muss alles, darf nicht schief gehen. Vielleicht geht mit Sicherheit irgendwas schief. Aber das wär okay. Ich will einfach nur so wenig selbstgemachte Probleme haben, wie ich kann zum Beispiel nicht schlafen oder irgendwie ich habe mir den Nacken gestern Morgen noch verdreht oder so. Deswegen schleppe ich auch gerne das Kopfkissen mit. Wir haben noch eine Spülmaschine laufen, auf die müssen wir noch abwarten. Aber ich gehe jetzt runter, ich muss mich jetzt anziehen. Dann doch immer eine Menge, die man dann wirklich mitnimmt. Wir haben meinen großen Koffer, das ist hier sogar noch aus Paris, das Schild dran. Wir haben einen kleinen Koffer, meinen Anzug, Dannys Anzug und Dannys Hemden sind damit dabei. Kopfkissen, wir sind auch eben nochmal durchgegangen. Und Liam ist, glaube ich, ein bisschen traurig, ne? Das wird hier gleich fahren. Du würdest so gerne mitkommen, kleine Maus. Ja. Aber wir sind ja bald wieder da. Die Katzen sind ganz gut versorgt. Ist ja immer so, wenn wir wegfahren, dann kommt jemand hierher und der bleibt dann auch hier und kümmert sich um die Katzis, dass sie nicht so alleine sind und dass das Haus immer gut bewacht ist. Das ist eigentlich immer so, wenn wir weg sind. Ich habe aber schon Futter rausgesucht. Das ist immer so ein bisschen speziell bei den kleinen Ganoven. Die kriegen dann ja ein bisschen mehr, wenn wir nicht da sind. Und es muss aber immer die gleiche Sorte sein, sonst wird gekotzt. Gut, wir machen uns jetzt fertig. Laden alles ein, es wird ein paar Minuten dauern und dann geht es los. So, wir sind mittlerweile im Auto, haben alles wirklich gut ins Auto reinbekommen, tanken jetzt einmal schnell. Es war so süß gestern, weil wir haben ja schon einige von meiner Familie gestern gesehen. Mein Onkel hatte ja gestern Geburtstag und alle haben gefragt, ob wir aufgeregt sind und ob wir uns freuen und wie nervös wir sind und ob wir noch schlafen können. Also ja, wir freuen uns natürlich total, aber wir sind komischerweise null aufgeregt. Ich freue mich, dass wir auch jetzt losfahren. Die letzten 3 Tage waren einfach, es war so schwierig, weil man, ich habe ja so viel vorgearbeitet gehabt und hatte dann jetzt die letzten 2 Tage nicht mehr so viel zu tun oder nichts, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich jetzt irgendwie noch machen, um mich abzulenken. Habe dann viel im Garten probiert zu machen, habe angefangen, das Bad zu putzen, so ein Quatsch mache ich dann halt immer. Aber jetzt geht es los und ich freue mich.
gehen jetzt einmal raus. Es ist natürlich noch nicht aufgebaut, aber wir haben das perfekte Wetter. Schaut euch bitte einmal diese Location an. Richtig Glück mit dem Wetter heute. Erzähle ich euch später noch was zu. Hier auf diesem Steg wird morgen alles aufgebaut. Hier werden die Gäste sitzen. Das geht hier so runter. Dann kommen hier überall die ganzen Kissen hin, dass die Leute auch gemütlich sitzen können. Und hier werden Danny und ich dann rauflaufen und entweder da in der Mitte oder hier an der Seite irgendwo, das weiß ich nicht, wie sie das aufbauen werden, wird dann uns das Ja-Wort geben. Das ist natürlich super spannend, das jetzt nochmal bei wirklich perfektem Wetter zu sehen. Als wir hier waren und beschlossen haben, dass wir es auch hier drauf machen wollen, da war es wirklich ganz, ganz furchtbares Wetter. Die Algen gehen Tatsache auch noch, aber es ist natürlich auch einfach wunderschön hier, oder? Na, das Hotel, das kennt ihr schon, da waren wir einfach schon so, so oft. Und wenn das Wetter genauso morgen ist, wie es jetzt ist, perfekt. Wir hatten die letzten Tage ja wirklich immer wieder geschaut nach dem Wetterbericht und geguckt, ob es irgendwie... Es schwankt ja immer so zwischen Regen und ein bisschen Sonne und ein bisschen Bewölkung. Jetzt ist es natürlich traumhaft. Es ist nicht zu warm. Das ist natürlich auch nicht so gut, ne? Wenn es hier 36 Grad gewesen wären und wir hier im dicken Anzug, Dreiteiler plus Hemd plus dicke Schuhe stehen würden. Ich glaube, das hätte niemandem gefallen. Wir sind mittlerweile im Zimmer angekommen und die Zimmerkategorie kannten wir tatsächlich auch noch nicht. Schaut euch das bitte einmal an. Wir haben hier das große Bett, einen kleinen Schreibtisch und der Ausblick ist natürlich wirklich nahezu perfekt. Hier kann man nämlich schon so ein bisschen rausluschern. Wir haben richtig, richtig schönes Licht. Hier haben wir so einen kleinen Wohnbereich. Was heißt klein, ne? Der ist schon ziemlich, ziemlich groß. Ach, hier ist der Steghase. Ist das unser Steg? Da hinten kann man so ein bisschen erahnen. Aber das ist natürlich hier der absolute Volltreffer. Also mit dem Zimmer ist ja wirklich richtig, richtig, richtig schön geworden. Wir nehmen natürlich, wenn wir hier sind, immer die Standardzimmerkategorie. Die ist ja auch wundervoll. Aber wir hatten gefragt, ob wir einfach dieses Mal ein kleines oder ein bisschen größeres Zimmer bekommen, weil wir natürlich auch ein bisschen länger hier sind. Aber das ist hier wirklich wunderschön. Wir haben eben schon mal unten Bescheid gesagt, dass wir jetzt da sind. Die Kollegin, die uns gleich da drüben ins Zentrum bringen wird. Die ist gerade noch in der Mittagspause. Das respektieren wir natürlich. Sie soll auch gestärkt in Arbeitstag schaffen. Ich zeige euch gleich mal, ich drehe euch mal kurz um. Dann seht ihr nämlich das Haus. Und da hinten könnt ihr es sehen. Dort ist das Kongresszentrum. Wir sind aber ganz am anderen Ende von dem Haus da hinten. Das läuft dann so spitz zusammen wie so ein Boot. Und dort in dem spitzen Raum sind wir. Der Ausblick ist natürlich spektakulär. So, wir sind jetzt einmal schnell ins Zimmer zurück, beziehungsweise Danny bringt gerade seine Eltern in ihr Zimmer. Wir haben uns einfach den Raum noch einmal schnell angeschaut, um so einen kleinen Überblick zu bekommen, wie sieht's aus, wie ist der Stand der Dinge. Es ist schon vieles gedeckt worden, morgen kommen die Blumen. Aber es war mal ganz gut, einmal noch mal reinzuschauen und noch mal unseren Blick da reinzukriegen. Ich freue mich, so langsam wird's auch ernst in Anführungszeichen. Ich glaube, jetzt kriegt man so langsam auch wirklich dieses, jetzt ist man hier, jetzt... ist man halt hier nicht, um Urlaub zu machen, sondern um hier zu heiraten. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz besonderes Gefühl irgendwie. Ne? Und natürlich auch mit dem Zimmer, das ist ja spektakulär. Also ihr seht jetzt hier einmal das Bett beispielsweise. Sonst sind die Zimmer, ich würde mal sagen, mit Bad ungefähr doppelt so groß wie nur das Schlafzimmer hier. Und hier haben wir wirklich ein bisschen Platz und können einfach morgen auch den Tag nochmal entspannen. Ich komme auch ehrlich gesagt so ein bisschen durcheinander, wo wir was erzählt haben. Wir heiraten ja morgen... also für uns morgen am 1. Und das aber nicht Vormittag, sondern erst um 17 Uhr geht die Trauung an dem Steg los. Also wirklich sehr, sehr spät am Nachmittag. Und erst dann geht es rüber in den Raum, um einfach dann das Essen zu bekommen. Und wir haben ja morgen den ganzen Vormittag noch Zeit, um uns fertig zu machen. Ich glaube, ein bisschen brauche ich auch noch. Ich habe auf jeden Fall viel zu wenig getrunken heute. Wir gehen aber auch gleich noch was essen. Ich habe auch so einen Hunger. Ich bin ein bisschen... durch den Wind, aber ich glaube, jetzt kommen wir an. Meine Mama ist auch schon angekommen, gerade habe ich gesehen. Ja, es ist immer so bald, sind wir verheiratet. Die Ringe haben wir schon da hinten stehen. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht. Nee, die Ringe sind da, das ist das Wichtigste. Anzüge sind da. Ja, ich glaube, die Anzüge sind das Wichtigste gewesen. Dann
Kann es losgehen. Denn ihr müsst jetzt gleich wiederkommen. Dann machen wir uns mal so ein bisschen frisch. Wir sind nämlich einmal hinten zu den Leuchttürmen oder zu dem Leuchtturm gelaufen und ein bisschen durch den Wind gekommen. Und da wir gleich nochmal was essen gehen wollen, machen wir uns jetzt mal ein bisschen frisch. Frisch. Morgen. Hello. Ich sehe noch ein bisschen zerzaust aus. Ich habe mir gerade die Haare gewaschen. Heute ist der Tag. Der Tag, ja. Wir hatten gestern noch einen richtig, richtig schönen Abend. Haben noch ganz, ganz viele Freunde getroffen, die dann so nach und nach eingetrudelt sind und saßen noch ganz lange an der Pianobar und haben noch ein bisschen was getrunken und einfach gequatscht. Wir waren vorher richtig, richtig lecker mit Dannys Eltern noch essen. Hier sind ja so verschiedene Restaurants und ich glaube, Danny war da schon mal. Ich glaube, noch nie so lecker gegessen wie gestern Abend oder fällt gerade die AIDA lang. War richtig, richtig schön. Ich glaube, wir waren so um 12:30 im Bett. Ich habe auch echt bis 7:30 geschlafen. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal bis 7:30 geschlafen habe. Aber ich bin wirklich gut ausgeschlafen. Wir haben schon ein kleines Käffchen getrunken. Haare sind gewaschen. Rasiert bin ich auch schon. Ich muss jetzt gleich einmal föhnen. So kann ich natürlich nicht heiraten heute. Nee, wir machen uns jetzt langsam fertig. Treffen uns dann so gegen 10 mit denjenigen, die wollen, zum Frühstücken. Und dann geht's los. Ich glaube, so gegen 14 Uhr fangen wir an, uns fertig zu machen. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Schaut mal, das hat mein Onkel mir gestern gebracht. Das ist ein Kissen. Wir haben es jetzt als Ringkissen in Anführungszeichen. Es hat natürlich keine Ösen, dass man die Ringe da reinbinden kann. Aber das ist uns am Steg eh ein bisschen zu gefährlich. Aber es hat eine ganz besondere Bedeutung für mich, dieses Kissen. Und zwar wisst ihr, wir haben ja unsere Ringe ganz besonders ausgesucht. Und meine Tante war Schneiderin. Und sie hat damals für den Laden, wo wir die Ringe gekauft haben, die Schaufenster bezogen. Also sie hat eigentlich Schneiderin, aber sie hat vorrangig Gardinen, Hussen, Sofas genäht. Und sie hat für den Laden, wo wir die Ringe gekauft haben, auch die Schaufenster und die ganze Innenausstattung gemacht damals. Ist schon sehr, sehr lange her, bestimmt 15 Jahre. So, und da gab es diesen Stoff, und das ist ein ganz besonderer Stoff, der wurde handgeknüppert. Weiß ich nicht, ganz, ganz, war damals sehr, sehr teuer, musste sie natürlich nicht zahlen, sonst hat die Firma bezahlt, aber sie sollte das nähen, aber weil sie halt sehr gut nähen konnte, haben sie ihr diesen Stoff anvertraut. Und da sie ja sehr, sehr früh gestorben ist, habe ich mir gewünscht, dass wir sie so ein bisschen mit dabei haben, wenn wir ein Ringkissen aus dem Stoff von dem Laden, für den sie gearbeitet hat, gemacht bekommen. Und mein Onkel hat das gemacht und das ist es. Das ist eigentlich eher nur für uns. Ich glaube, wenn wir wieder zu Hause sind, können wir hier die Boxen draufstellen. Das hat einen eher emotionalen Wert, aber so habe ich sie auch ein bisschen mit dabei. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass das geklappt hat. Das ist natürlich schon, das ist ein Hingucker. Ich habe mich jetzt einmal ganz, ganz flink angezogen, weil wir uns ja jetzt zum Frühstücken treffen. Ha, so langsam, ich will nicht sagen, dass ich aufgeregt werde, aber ich freue mich sehr. Eben war auch schon jemand hier und hat gefragt, wollen wir denn das Zimmer verlassen zum Frühstücken, damit sie hier vielleicht ein bisschen was aufbauen können oder so. Ich kann es irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl in meinem Kopf, der hat es noch nicht verstanden, dass es heute um uns geht. Also kennt ihr das so, wie am Geburtstag vielleicht? Man ist halt irgendwo an einem Ort, weil man vielleicht zu einer Familienfeier geht oder so oder weil man vielleicht irgendwo eingeladen ist. Das ist ja unsere Veranstaltung und das hat mein kleines Käppchen noch nicht verkraftet. Die Nacht war sehr, sehr gut. Wir sind einmal vom Nebelhorn geweckt worden. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin und es ja alles verglast, war es so nebelig. Du hast nichts mehr gesehen. Vielleicht 5 Meter Sichtweite. Und jetzt schaut euch das mal an. Wie schön die Sonne scheint. Das ist wirklich das perfekte Wetter. Alle sind gut drauf. Aufgebaut wurde noch nicht. Ah, da ist schon unsere Kollegin, die alles organisiert hat. Die geht jetzt wahrscheinlich gerade einmal schauen. Aber es ist einfach perfekt. So, langsam geht der Stress los. Ihr süßen Mäuse, pass auf, was ist passiert? Wir haben Luisa und Jonas noch kurz getroffen und so langsam trudeln auch die ersten Gäste ein, die auch erst von heute auf morgen hier schlafen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Zimmer erst recht spät bezugsfertig sind, aber Danny kümmert sich, Danny ist gerade einfach los und probiert jetzt so ein paar Sachen zu regeln. In der Zwischenzeit haben wir aber unsere Blumengestecke abgeholt. Es gibt ja keinen Brautstrauß, weil es keine Braut gibt, sondern nur zwei Bräuti
Bräutigame, Bräutigam, zwei Herren, die heiraten. So, und wir haben die abgeholt, erstmal für unsere Trauzeugen und für unsere Stiefpapas gibt es hier diese kleinen Anstecker, da könnt ihr es, glaube ich, sehen. Richtig, richtig süß. Mit drei ganz, ganz kleinen Rosen und so ein, keine Ahnung, was das für Blumen da dran sind. Aber es sieht wirklich ganz, 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 ganz toll aus. Davon haben wir vier Stück. Einige sind ein bisschen größer, einige sind ein bisschen kleiner. Ja, aber im Prinzip viermal dieselben. Ich persönlich finde die sehr, 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 sehr hübsch, muss ich sagen. Und für Danny und mich gibt es hier diese riesengroßen, schaut euch die mal an. Auch hier mit einer ganz großen Rose, so ein bisschen konisch zusammengesteckt. Ganz, 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 ganz toll. Und das kommt dann hier ans Revers bei uns und passt perfekt zum Anzug, denke ich. Ich weiß gar nicht, welche mir besser gefallen. Ich finde sogar die kleinen sehr, sehr süß. Aber damit man uns natürlich von den Trauzeugen unterscheiden kann, haben wir hier die großen. Ich glaube, Danny ist jetzt auch so ein bisschen nicht aufgeregt, aber angespannt, weil natürlich jetzt, ne, so ein paar Stunden vorher einiges auch nochmal geklärt werden muss. Und wir haben super toll gefrühstückt, aber man hat ja irgendwie dann, glaube ich, dann auch doch nicht so die Ruhe. Mein Trauzeuge ist mein Cousin. Der wohnt ja in Wien mittlerweile. Und der ist aber So. jetzt auch auf dem Weg, beziehungsweise also er ist nicht heute erst aus Wien gekommen. Müsste jetzt auch gleich ankommen. Sein Zimmer ist dann auch schon fertig, sodass ich dann so in. Ja, ich sag mal 1,5 Stunden mich dann auch endlich fertig machen kann. Das ist für mich ist das jetzt, glaube ich, so die schlimmste Zeit, so nach dem Frühstück, bis es dann losgeht und ich mich fertig machen kann. Einfach so dieses Rumsitzen, ne? Weil das ist ja schon, weiß ich nicht. Also, ich habe ja noch nicht geheiratet und wahrscheinlich ist das völlig normal und meistens sind die Hochzeiten, glaube ich, auch immer recht früh. Wir heiraten ja aber recht spät, deswegen ist es dieses Mal ein bisschen in die Länge gestreckt. Ich habe Durst, ich habe so einen Durst, ich bin die ganze Zeit hier auch schon am Trinken. Und ja, ich bin so ein bisschen rastlos, glaube ich. Die Torte ist, glaube ich, auch schon angeliefert worden. Wir haben vorhin drei sehr, 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 sehr große Styroporboxen in der Anlieferung gesehen. Aber was ich euch zeigen wollte, ich hatte ja vorhin gesagt, dass das Housekeeping-Team vorhin vorbeikam und hier so ein bisschen dekoriert hat. Ich zeige euch, das haben sich wirklich Mühe gegeben. Das Bett haben sie uns richtig, richtig schön mit Rosen geschmückt. Wir haben hier eine ganz, 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 ganz tolle rote Rose. Ich liebe Rosen. Ja, finde ich ganz, ganz toll. Dann haben sie hier so ein kleines Herzchen hingelegt. Und im Bad haben sie natürlich auch noch ein bisschen was gemacht. Ich muss völlig random vom Thema, ne? Aber ich liebe diese Türen, so diese Holzmaserung. Und hier haben sie auch die Badewanne noch ein bisschen geschmückt. Eigentlich wollte ich noch baden gehen, aber ich glaube, da habe ich jetzt auch nicht mehr ganz so viel Ruhe. Ich werde mich jetzt ganz entspannt noch mal ein bisschen aussetzen. Hier ist Doberton. Ganz entspannt noch mal ein bisschen aussetzen. Hier auf die Terrasse ein bisschen durchatmen. Die Haare, also Stand jetzt können die Haare eigentlich so bleiben. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen Haarspray reinmachen, aber dann habe ich wahrscheinlich Glück, dass ich sie echt jetzt schon hingekriegt habe. Hatte ich euch erzählt? Oh, mir ist neulich so viel kaputt gegangen bei uns im Bad. Ne? Unter anderem ist mein Dyson auch runtergefallen und da ist dann auf dem. Ich benutze von meinem Dyson Airwrap immer nur den einen Aufsatz, der in die eine Richtung geht und da ist ein Stück abgebrochen. Aber das Problem ist, ich habe ja sehr kurze Haare und ich habe mir jetzt einen Aufsatz gekauft aus zweiter Hand, der noch ein bisschen schmaler ist. Der ist gestern angekommen, aber gut, ich bin jetzt hier, aber die Haare gehen so jetzt auch. Schminke habe ich auch schon dabei. Ich werde jetzt gleich mit meinem Koffer wieder packen, weil ich ja dann mich gleich bei meinem Cousin fertig mache. Und dann geht es los. Vorsicht, nicht erschrecken. Ich bin mittlerweile im Zimmer von Trauzeugen angekommen. Mein Cousin macht sich gerade auch so langsam fertig. Und ich habe mir schon mal eine Maske aufgesetzt. Das ist diese Yeboda The Recovery Moment Maske. Darunter habe ich noch Augenpatches. Eigentlich habe ich heute einen recht guten Skin Day. Aber so ein bisschen Feuchtigkeit, das macht ja auch so ein bisschen Spaß, das fertig zu machen. Ich habe mich jetzt hier schon mal hingesetzt, so ein bisschen, werde jetzt die Maske ein bisschen einwirken lassen. Ich habe leider keine Nagelschere dabei, sonst würde ich das hier immer ja so ein bisschen abschneiden. Das ist, ne, mit dem Bart, das hält ja dann immer nicht. Oh Gott, das ist auch ein Bild für die Getter hier. Das ist das Thumbnail. Hallo, ich habe geheiratet. So, mein Gesichtsroller habe ich auch mit dabei. Den habe ich damals, ich war ja vor 1,5 Jahren in Hamburg mal zu einem Event von Melumé Skin Science. Die haben richtig krasse Skincare, habe ich aber euch schon mal gesagt, ist einfach zu teuer, dass ich sagen kann, okay, das lohnt sich. Also ein Hyaluronsäure-Serum für 119 Euro, nee, war ein gutes Hyaluronsäure-Serum,
Süße kannst du nicht mehr sagen. Es war ein gutes Hyaluronsäure-Serum, definitiv, aber nicht für 119 Euro. Ich bin nicht Beyoncé, ich werde auch nicht Beyoncé sein, aber dieser Gesichtsroller hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Ich habe schon wirklich viele getestet. Der ist richtig, richtig schwer. Da kannst du ja, weiß ich nicht, Scheibe mit einschlagen. Und damit gehe ich jetzt hier einfach so ein bisschen lang, um das Gesicht zu relaxen. Mal kurz ein bisschen platziert, um mich fertig zu machen. Habe die Augenbrauen schon einmal raufgemacht. Das Licht ist hier perfekt. Ich habe, wie kann ich denn so kopflos sein? Ich habe euch die letzten Wochen gefühlt 5 Reisespiegel gezeigt. 3 waren es, glaube ich. Ich habe alle vergessen. Ich habe einfach alle vergessen. Gut, ich habe jetzt hier so ein paar kleine Spiegel. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich muss ganz kurz was dazu sagen. Ich hatte ja gesagt, damals, ist aber auch schon wieder echt ein Jahr her, dass ich meine Hochzeitsfoundation gefunden habe. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass ich sie gefunden habe. Aber ich habe mich dagegen entschieden, die Misoda Foundation mitzunehmen. Weil ich... Also die sieht wunderschön aus im Alltag. Und ich trage die so gerne im Alltag. Aber meine Angst war, dass ich es nicht einschätzen konnte, wie ist das Wetter hier. Und ihr kennt ja meine kleine Macke, dass ich gucke morgens in den Wetterbericht und entscheide dann, welche Foundation ich benutze. So durchgeknallt bin ich. Weil ich einfach durch das Wetter und durch die Informationen, die ich daraus kriegen kann, so viel mehr Informationen für mein Make-up kriegen kann. Und ich habe jetzt 2 mitgenommen. Einmal die It Cosmetics CC Nude Glow Cream und diese hier, die L'Oreal Infallible. Das ist halt einfach die Foundation, die hält am allerbesten. Es gibt keine Foundation, die so gut hält wie diese hier, weswegen ich auch die mitgenommen habe. Aber ich frage mich, wo mein ganzes Zeug ist. Es fehlt so viel und ich weiß nicht, wo es ist. Ich hatte ja auch noch mein Fixing Spray irgendwie mitgenommen, aber scheinbar habe ich das wirklich alles vergessen. Ne, das habe ich mitgenommen noch. Das ist einmal das von Benefit, das Professional und das hier, das fixiert. Da kannst du, weil da kann ich ins Wasser fallen und das Make-up hält. So, ich habe jetzt hier alles aufgebaut. Leider ist der Hintergrund jetzt nicht ganz so schön, aber wir kriegen das hin. Foundation trage ich jetzt mal auf. Ich wollte mal gucken, wie die Farbe heute passt. Ist ein bisschen zu dunkel. Deswegen mische ich noch was mit rein. Also so langsam kommt die Anspannung, glaube ich, auch ein bisschen hoch, weil ich einfach das Gefühl habe, ob jetzt alles gepasst hat, ist jetzt alles in den Räumlichkeiten fertig, haben sie es alles irgendwie hingekriegt, dass es ordentlich ist, ist alles sauber. Ich glaube, da mache ich mich jetzt aber auch selber nur ein bisschen verrückt. Die werden das ja alles schon mit Sicherheit sehr, sehr gut machen. Ich fange jetzt auch deutlich früher schon an, als eigentlich geplant. Eigentlich dachte ich, dass ich erst um 16 Uhr anfange, mich zu schminken, aber... Wir kennen das schon von mir. Wenn ich Stress habe, dann geht meistens ein bisschen was schief. Deswegen mache ich es jetzt. Und falls es am Ende ganz, ganz schrecklich wird, kann ich es einfach nochmal machen. Danny hat mir gerade noch eine Sprachnachricht geschickt. Also Schatz, der Ehering wird rechts getragen. Du hattest vor Monaten recht. Das ist sehr gut, weil rechts ist der schlankere Finger. Wir sind nämlich so ein bisschen... ich glaube... Wir sind nämlich so ein bisschen verwirrt, weil, also in Italien wird der Ehering links getragen, am Herzen, in Deutschland meistens, glaube ich, aber ist es, dass er rechts getragen wird. Und bei mir ist es so, dass mein Ehering ein bisschen zu groß geworden ist und bei Danny ist er heute einfach ein bisschen zu eng auf dem linken Finger und jetzt tauschen wir einfach, weil bei mir passt er rechts besser und bei ihm passt er rechts auch besser. Also ein Problem weniger, gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr euren Ehering tragt, dann haben wir da wahrscheinlich so ein bisschen... Haben wir da ein paar Informationen, was gelernt. Wir sputen uns jetzt einmal schnell. Mein Stiefpapa ist nämlich gleich da und ich wollte ihm noch schnell seinen Anstecker geben. Und wir gehen jetzt noch mal heimlich schnell zum Steg und schauen. Ich habe nämlich, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass er gerade aufgebaut wird. Und so können wir uns den ganzen Spaß dort auch noch mal anschauen, bevor es dann offiziell auch wirklich losgeht. Bis gleich. Wieder im Zimmer, mache mich jetzt einmal schnell weiter fertig. Ich muss mich tatsächlich jetzt wirklich, ich würde schon fast sagen, sputen, weil in 1,5 Stunden... ist es soweit und ich will mich einfach anziehen. Wir wollen ja auch noch ein paar Fotos und Videos machen. Deswegen mache ich euch jetzt hier einmal im Schnelldurchlauf mit. Aber da läuft natürlich noch weiter die Kamera. Selbstverständlich habe ich hier auch noch vor 2 Tagen Pickel bekommen. Deswegen probiere ich den jetzt so ein bisschen hier mit wegzublenden.
Verzeiht mir bitte, wie es hier mittlerweile aussieht, aber ich habe mich so ein bisschen mit der Zeit verkalkuliert. So viel Zeit ist es nämlich gar nicht mehr. In 40 Minuten müssen wir vorne sein. Hose ist an, Gürtel ist an, Hemd ist schon an. Ich erzähle euch demnächst mal, was mit dem Gürtel los war. Ihr Mäuse, 5 Minuten bevor es losgeht. Ja, so langsam bin ich, glaube ich, doch schon ein bisschen aufgeregt. Also nicht aufgeregt vor der Hochzeit an sich, sondern es ist ja eine sehr, sagen wir, öffentliche Lokalität hier. Aber Outfit gefällt mir richtig, richtig gut. Ich musste das Sakko jetzt nochmal ausziehen. Es ist einfach so unerträglich warm geworden, plötzlich. Aber ich verabschiede mich jetzt für diesen Teil des Videos. Ihr werdet mit Sicherheit gleich, für euch geht es gleich weiter, aber ich werde jetzt die Kamera einfach hier lassen. Ich kann jetzt nicht noch weiter vloggen. Ich bin jetzt auch ein bisschen angespannt. In 20 Minuten geht die Trauung auch offiziell los. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht. Ich habe gerade auch noch mal kurz mit Danny gesprochen. Er wird da sein. Ja. Und dann geht's los. Drückt mir die Daumen, ihr süßen Mäuse. Dennis zu deinem Bräutigam nehmen, ihn lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. So antworte mit, ja, ich will. Ja, ich will. Und auch dich, Dennis, frage ich, bist du bereit, den hier Anwesenden Maxim Giacomo zu deinem Bräutigam zu nehmen, ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte mit, ja, ich will. Ja, ich will. Eure Ringe. Sie mögen euch lebenslang ein greifbares Zeichen sein für eure Liebe und euer Glück. Ein Ring umschließt den Finger, eure Liebe aber umschließt das Leben. Und so erkläre ich euch zu Maxim und Dennis. Mittlerweile ist einfach schon eine Woche vergangen seit unserer Hochzeit und ich habe auch die Tage gebraucht, um das Ganze irgendwie so ein bisschen zu verarbeiten und erstmal so sacken zu lassen. Wir sind ja Sonntag dann nach der Trauung zurückgekommen und die ersten 2 Tage war ich wirklich noch wie in so einem, ja, ich würde schon sagen, fast wie in so einem Fiebertraum, weil man es irgendwie gar nicht so verarbeiten konnte. Ich glaube, das Letzte, was ihr gesehen habt, war die Trauung und die Zeremonie. Und dann ging es für uns auch direkt in die Location, die war ja auch direkt nebendran. Und das war einfach so wunderschön. Falls ihr mehr über die Zeit nach der Trauung sehen wollt, Danny hat, glaube ich, mittlerweile 203 Videos hochgeladen, wo er euch das Buffet zeigt, wo er euch den Raum zeigt, wo er auch nochmal so ein bisschen was darüber erzählt. Ich verlinke euch die Videos einmal unten in der Infobox, da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Ich fasse es so ein bisschen kürzer zusammen, weil ich eher so ein allgemeines Bild hier in dem Vlog mitnehmen wollte. Es war einfach perfekt. Also dafür, dass wir uns nicht verrückt gemacht haben und wir haben uns ja teilweise auch um vieles gar nicht so richtig gekümmert oder es war uns nicht egal, es klingt immer so doof, aber wir haben es einfach so ein bisschen auf uns zukommen lassen und sind auch nicht mit so einer hohen Erwartung rangegangen, damit man einfach dann am Ende wahrscheinlich auch nicht enttäuscht ist, wenn es irgendwie vielleicht nicht so schön wird oder wenn irgendwas passiert, was einem selbst nicht gefällt. Aber das war alles völlig egal, weil es war einfach, alles war wirklich perfekt. Das Essen war toll, das Wetter war toll, die Stimmung war toll, die Gäste waren toll. Es war so ein richtig wunderschöner Tag und man hätte ihn sich gar nicht so vorstellen können, beziehungsweise hätte man ihn sich so gewünscht, wäre man vielleicht enttäuscht oder sehr enttäuscht gewesen, dass es vielleicht gar nicht so passiert ist, aber so war es gar nicht. Es war wunderschön, wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag und ich würde auch sagen, es war mit einer der schönsten Tage in unserem Leben. Obwohl wir immer gesagt haben, es muss gar nicht der schönste Tag werden, aber wenn das wird, dann ist es doch toll, oder? Ihr habt wahrscheinlich auch schon einiges bei Insta gesehen, bei Danny ja dann auf dem Kanal auch. Und jetzt war eine Woche zu Hause, erstmal wieder probieren, so ein bisschen in den Alltag zu kommen, was mir sehr schwer gefallen ist persönlich, weil ich
natürlich die Tage vor der Hochzeit, Fokus immer nur Hochzeit, Hochzeit, Hochzeit. Es gab nichts anderes mehr im Kopf als dieser Termin. Und dann war es vorbei. Wobei, nächste Woche Freitag haben wir dann nochmal einen Termin und sind im Standesamt. Und da ist dann der ganze Papier- und bürokratische Teil nochmal angesagt. Es war ein wirklich ganz, ganz toller Tag. Und ich habe mich so gefreut über die Leute, die wirklich teilweise 7, 8, 9 Stunden mit dem Zug angereist sind. Von uns sind das 3 Stunden, aber für viele anderen sind das sehr, sehr viele mehr Stunden. Und dass sie die Zeit aufgebracht haben, an unserem Tag mit dabei zu sein, war natürlich ein großes, großes, ja, war ein schönes Geschenk, dass alle mit dabei waren. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Es ist natürlich alles immer nur ein bisschen begrenzt. Es ist natürlich einfach ein super privater Moment. Und wir teilen ja schon sehr viel aus unserem Privatleben. Und so ein kleines bisschen behalten wir noch. Aber ich habe mich total gefreut. Zum Beispiel, ich war die letzten Tage natürlich auch viel unterwegs. Und wurde, egal wo ich hingegangen bin, bei Rewe, bei Rossmann, bei DM, bei Kaufland sogar, beglückwünscht. Und das freut mich dann natürlich, wenn ich jemanden aus der Community treffe. Und die dann die Videos gesehen haben und... ich freue mich da immer sehr drüber. Ihr süßen Mäuse, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit in diesem Vlog. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.